Karriere. Wie viel würden Sie für eine Vollkaskoversicherung Ihrer Karriere bezahlen? Gehen Sie Ihr Leben so konsequent an wie Ihre Karriere? Würden Sie sich einstellen? Angenommen, Mitarbeiter könnten ihre Vorgesetzten selbst bestimmen in einer Art demokratischer Wahl. Wie lange, glauben Sie, würde das Unternehmen, für das Sie tätig sind, auf dem Weltmarkt überleben? Oder würde es gerade deshalb überleben? Wem vertrauen Sie weniger? Ihren Mitarbeitern oder Ihren Vorgesetzten? Gehören Sie zu den Menschen, die nicht aus der Notwendigkeit heraus arbeiten, sondern aus anderen Motiven, also Kontakt zu Mitmenschen, Selbstbestätigung, Überwindung der Langeweile zu Hause und so weiter? Wie verhalten Sie sich gegenüber denen, die auf Arbeit angewiesen sind? Betrachten Sie diese als für Ihre Arbeit ungeeignet? Gemäß einer Studie der Cambridge University beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung einer Firma weniger als 12 Jahre, was ungefähr der Lebenserwartung eines Hundes entspricht. Was schließen Sie daraus? Pflegen Sie die Kluft zwischen Beruf und Berufung eher durch die Anpassung des Berufs oder der Berufung zu überwinden? Seit Anbeginn haben Menschen von einem Leben ohne Arbeit geträumt. Verbunden mit diesem Traum war die Vorstellung, dass durch die Befreiung von der Mühsal der Arbeit der Mensch ein besserer würde. Heute kann sich ein großer Teil der Bevölkerung ein solches Leben leisten, freiwillig oder unfreiwillig. Worin haben sich die antiken Philosophen getäuscht? Können Sie beim Nichtstun nichts tun? Oder sind Sie dann geplagt von Gedanken, die nächsten Tage oder Monate betreffen? Oder sind Sie damit beschäftigt, sich zu zwingen, nichts zu tun? Das heißt, sämtliche Gedanken zu unterdrücken, das heißt, Faulheit als Disziplin zu betreiben, als Meisterschaft. An wie vielen Tagen im Jahr passiert es, dass Sie alles erledigen, was Sie sich vorgenommen haben? Und was schließen Sie daraus? Was konkret hätte Sie als jungen, motivierten Menschen davon abgehalten, im Dritten Reich Karriere zu machen? Ist Karriere für Sie gleichbedeutend mit Aufstieg oder gibt es Karriere auch im Abstieg? Gesetzt den Fall, Sie hätten einen Manager, der für Ihr Leben verantwortlich ist. Wie würden Sie seine Leistung beurteilen? Welchen Ruf haben Sie eigentlich? Was würden Sie für Ihre Karriere nicht opfern? Besitzen Sie Kleidungsstücke, die Glück versprechen, zum Beispiel Anzüge oder Unterhosen, die Sie zu ganz wichtigen Anlässen tragen?